Guten Abend, liebe Zuschauer, und herzlich willkommen bei Medienklagemauer TV. Étienne de la Boétie, ein französischer hoher Richter von 1530 bis 1563, sagte einst: Der Unterdrücker hat weiter nichts als die Macht, die ihr ihm zugesteht, um euch zu unterdrücken. Woher hat er genügend Augen, euch auszukundschaften, wenn ihr sie ihm nicht selbst liefert? Woher soll er die vielen Arme haben, euch zu schlagen, wenn er sie sich nicht von euch ausborgt? Wo bekommt er die Füße her, eure Städte niederzutrampeln, wenn es nicht eure eigenen sind? Wie kann er Gewalt über euch haben, wenn nicht durch euch selbst? Wie könnte er es wagen, euch zu überfallen, wenn nicht mit eurer eigenen Mitwirkung? Deshalb helfen auch sie, mit aufzudecken, wo, wie und durch wen sie und ihr Umfeld, ja wir alle, Opfer einer arglistigen Täuschung sind und für destruktive Ziele instrumentalisiert werden, indem sie unseren Sender weiter verbreiten. Ich bedanke mich, dass Sie wieder zugeschaltet haben und übergebe an dieser Stelle an meine Kollegin im Studio Stuttgart. Ich begrüße Sie ganz herzlich aus dem Studio Stuttgart. Ist Feminismus eine Erfindung? Der Feminismus wird seit etlichen Jahrzehnten weltweit lautstark propagiert. Viele Kritiker vermuten hinter diesem sozialen Umbau gezielte Absichten. Aaron Russo, 2007 gestorben, ein amerikanischer Bankenkritiker, Politiker, Regisseur und ehemaliger Manager, berichtet von einer Aussage seines ehemaligen Bankierfreundes Nicholas Rockefeller. Er sagt: Der Feminismus ist unsere Erfindung aus zwei Gründen. Vorher zahlte nur die Hälfte der Bevölkerung Steuern, jetzt fast alle, weil die Frauen arbeiten gehen. Außerdem wurde damit die Familie zerstört und wir haben dadurch die Macht über die Kinder erhalten. Sie sind unter unserer Kontrolle mit unseren Medien, bekommen unsere Botschaft eingetrichtert und sie stehen nicht mehr unter dem Einfluss der intakten Familie. Weiter sagt Rockefeller: Indem wir die Frauen gegen die Männer aufhetzen und die Partnerschaft und die Gemeinschaft der Familie zerstören, haben wir eine kaputte Gesellschaft aus Egoisten geschaffen, die arbeiten, konsumieren, dadurch unsere Sklaven sind und es dann auch noch gut finden. Wer hier genauer hinsieht, stellt zudem fest, wie sehr die Rockefeller Stiftung ab den 50er Jahren des vorigen Jahrhunderts die Feminismusbewegung mitgeprägt hat und zusammen mit der CIA verschiedenste feministische Berichterstattung via Magazine, TV und Werbung propagierte. Dazu noch ein treffendes Zitat von Gabriele Kubi: Es wird der Eindruck erweckt, Gleichheit sei eine Verwirklichung von Gerechtigkeit. Gerechtigkeit erfordert aber, dass Gleiches gleich und Ungleiches ungleich und alles angemessen behandelt wird. Und nun wünsche ich Ihnen noch eine schöne Woche. Auf Wiedersehen.